Ja, hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, ich bin wieder im M3 unterwegs und heute habe ich ein richtig geiles Video für euch vorbereitet. Ich treffe mich mit dem Luki aus dem M-Forum, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen von euch den. Der hat einen umgebauten M4, auch nicht mal Serie, PS ist auch nicht mal Serie und ich habe schon richtig Bock drauf. Zusätzlich hat er noch einen Porsche Turbo, der hat den sogar von Allrad auf Heck umgebaut, was total wahnsinnig ist und einfach nur geil. Der hat knapp 600 PS und es wird auf jeden Fall ein richtig geiles Video, richtig geiler Tag. Ich muss zwar jetzt noch 2 Stunden fahren knapp, aber ich freue mich drauf. Das wird schon richtig, richtig geil. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und ich sag mal, los geht's. Jetzt sind wir auch gleich schon da, weiß das gleich. 20 Kilometer habe ich noch. Und ich bin noch ein bisschen geredet von gestern Abend, weil wir hatten gestern Abend bei uns eine Grillparty gemacht und es sind ein paar Leute von der M-Gruppe gekommen und war wieder richtig lustig, hat Spaß gemacht. Nochmal Grüße an alle da draußen, die da gestern da waren, wieder Spaß. Und immer wieder schön, wenn das so klappt, wenn man so, ja, Gleichgesinnte, Gleichgekloppte sie trifft und quatscht, das macht immer wieder Spaß. Meine erste Fahrt im Porsche. Das ist halt ein bisschen ätzend, das sind 8,5 Liter Öl, musst du erstmal ein bisschen warm fahren. Okay. Wie viel hast du hier im Verbrauch so im Durchschnitt? 15, ne? 15. 14, 15, wenn du normal fährst. Eigentlich kannst du mit dem Turbo alles verbrauchen. Von ganz wenig bis richtig viel. Das ist immer, wie du die Leistung abrufst bei dem Ding. Kannst zugucken, wenn du ihn richtig ein bisschen trittst. Dann kannst du zugucken. Aber geschält halt, fährst du noch, glaube ich, mal. Das Niedrigste, was ich mal hatte, waren, glaube ich, 10, 5 oder so. Okay. Für so ein altes Auto. Ne? Ja, kannst du erstmal Hallo sagen, oder? Kannst du ja Hallo sagen. Ja, hallo. Hallo zusammen. Ja. Also wir sehen, wir wollten jetzt mal etwas Abwechslung in den Kanal bringen. Ja, genau. Wir sind jetzt in Porsche. 996 hast du gesagt, oder? Genau, 996. Ein paar Modifikationen dran, die ich so als sinnvoll ersehe. Aber nicht nur ich. Ich glaube, viele Leute basteln da letztendlich ein bisschen dran rum. Hier wurde wenig dran gebastelt. Hier wurde letztendlich alles nur optimiert, sage ich mal so. Okay. Von der Form ist das schon genial. Von außen. Also jetzt mal so fett und breit. Also gerade die Turbos sind halt dafür bekannt, immer mit dem breiten Arsch. Ja. Bei dieser Baureihe 996 4S hatte den breiten Arsch und halt der Turbo und GT2. Und da ist natürlich die Form, wenn du hinter einem herfährst, ist es immer schön. Also, als die schmale Karosserie. Ne? Die Form, Sprache ist da. Da ist sich Porsche auch immer treu geblieben. Turbos hatten halt immer den breiten Hinter. Die Sitze hat es ja reingebaut, oder? Das war ja, die hat der Vorbesitzer hat die aus den Staaten noch bekommen. Das sind original GT2 Sitze. Auch passend zur Innenausstattung mit den grauen Lederbezügen. Original. Sehr, sehr schwer dran zu kommen. Mittlerweile fast nicht mehr zu bezahlen. Wir müssen ja noch sagen, dass du den umgebaut hast, oder? Genau, wir haben ihn umgebaut. Also der hatte ursprünglich eine Leistungssteigerung von Techart. Stage 2 sind offiziell 530 PS mit geänderten Abgasturboladern. Der fährt hier noch die Kleinlader K16, die sind aber etwas modifiziert. Was da damals genau gemacht worden ist, weiß ich nicht mehr. Die Rechnung war aber fast 20.000 Euro, okay, die an Techart überwiesen worden ist. Habe ich alles mitbekommen. Und dann haben wir natürlich noch immer ein bisschen was optimiert, in dem Falle was an Wartung anlag. Neue Druckdosen sind inzwischen mal gekommen, neue Leitungen, Polyreprimen, große Inspektion haben wir letztens gemacht. Mein Sohn, der kann gut selber schrauben. Und weil wir ein bisschen Langeweile hatten, ist dabei der Gelegenheit auch mal der Allrad rausgeflogen, weil der ist eigentlich überflüssig bei dem Auto. Kleine Sperre verbaut und dann passt das. Hat ungefähr Gewichtsersparnis, sage ich mal, so roundabout 40 Kilo. Manche sagen 37, andere sagen 50. Ich habe es nicht gewogen. Ich schätze mal mit den Antriebswellen. Differential, ja, werden so knapp 40 Kilo sein, die jetzt auf einmal natürlich an der Vorderachse fehlen. Das hast du ja sofort gemerkt, dass du das so als Allrad. Das ist wie ein anderes Auto. Ja. Also selbst ohne das Differential zu ändern, hinten an der Hinterachsdifferential, fährt sich wahnsinnig agil, leicht um die Längsachse rum, in die Kurven rein, egal was du machst, das Ding folgt jedem Lenkbefehl. Vorher lief der schon sehr gut, nur dass man muss auch dazu sagen, das ist ein altes Auto, was in den 90er Jahren entwickelt worden ist.
rausgekommen ist er ja vorgestellt, glaube ich, irgendwann 99 in Genf, meine ich, auf dem Automobilsalon. Die ersten wurden 2000 ausgeliefert. Das ist einer von den ersten. Bin ich auch ehrlich gesagt stolz drauf. Von den ersten 18 Stück, die gebaut worden sind überhaupt. Der ist nämlich noch ohne Handschuhfach, der ist noch leicht. Viele sagen, oh, die weiche Karosserie, alles Quatsch. Ja. Das ist die Karosserie aus dem Ur-GT2, die auch im GT2 verbaut worden ist. Und 99 kam nämlich schon der GT2 raus. Und darauf basiert diese Karosserie. Und man hat natürlich dann im Zuge des Mini-Facelift, sage ich mal, hat man verstärkte Karosserie mit Seitenaufprallschutz. Okay. Und irgendwie an den Dachrollen ist ein bisschen, irgendwo sind noch so ein paar Verstärkungen drin. Wiegt dann natürlich auch wieder ein bisschen mehr. Wie viel hast du jetzt hier? Leergewicht? Der hat hier jetzt ein Leergewicht von 1463. Das ist für ein Turbo schon mal recht ordentlich. Weil, wie gesagt, Sitze sind hinten raus, alles was keine Miete zahlt, ist rausgeflogen. Ich habe immer noch die schwere Batterie drin. Gemessen wurde mit fast vollem Tank, ohne Fahrer. Also 1460 Kilo. Ja. Ist schon mal eine Ansage. Bei den Temperaturen heute, 30 Grad haben wir draußen, hat er, schätze ich mal, so maximal 520, 530 PS. Aber wir haben, wie gesagt, noch ein bisschen was gemacht. Sportabgasanlage, 210 Katz. Bei guten Temperaturen sprechen die noch besser an, die Lader. Dann hat er so, schätze ich, 560, 570 PS. Er schiebt schon ordentlich nach vorne. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Windgeräusch am Fenster auf. Dann kannst du mal zu machen. Machen wir lieber zu, sonst versteht kein Mensch auch irgendwas. Also mein erster Eindruck ist schon, dass die Turbos richtig durchziehen, irgendwie so als wenn es gar nicht mehr aufhört zu beschleunigen, ja. Sowas. Also nur für die Info, für die Zuschauer da draußen, Sascha habe ich ja durch die M-Fraktion kennengelernt, ich bin natürlich komplett BMW verseucht und Porsche macht halt auch auf seine Art richtig Spaß und deswegen mag ich halt beides. Und auch die Autos sind sowas von unterschiedlich, mein M4 und dieser Porsche Turbo, dass man einfach sagen muss, Wahnsinn. Beides Biturbos, aber beide sowas von unterschiedlich in der Kraftentfaltung und auch vom Fahrfeeling. Hier fühle ich mich halt wieder noch mehr der Straße. Das ist so mehr der kleine, bockige, zickige Sportwagen. Und der M4 ist einfach ein sicheres Auto, was auch natürlich Dampf hat. Ja. Aber hier bist du als Fahrer einfach wesentlich mehr gefordert. Also das M4-Video seht ihr schon, habt ihr schon gesehen bestimmt, weil da bin ich auch mit ihm schon eine Runde gefahren. Und das habe ich ja vorher gepostet. Das Porsche poste ich dann da. Ah, okay. Weißt du? Zeitblase wieder. Ja, Zeitblase. Genau. Ist ja nichts Neues. Ja, aber das ist auf jeden Fall schon Baujahr 2000, hast du gesagt, oder? Baujahr 2000. Erstzulassung genau Juli. Das waren, wie gesagt, die ersten, die ausgeliefert worden sind. Historie ist komplett durchgestempelt bis 2014. Da habe ich ihn gekauft. Alles Serie, was gemacht worden ist, also nicht Serie, alles, was vom Werk aus vorgestellt ist, wurde gemacht. Durchgestempeltes Schickheft. Hat jetzt runter 130.000 Kilometer. Und das spricht auch für diesen Metzger-Block, dass diese Motoren einfach unheimlich stabil sind. Dass, diese Techart-Software, das ganze States 2, ist schon seit 2007 oder 2008 verbaut. Also schon 40.000 Kilometer damit problemlos gefahren. Ja. Und ja, wir haben halt schon mal, es sind schon mal neue Kühler reingekommen. Die Kondensatoren sind neu gekommen. Also alles, was man auch machen sollte. Das Auto kommt halt in die Jahre. Ne? Der wird also, ja. Ist halt also, 18 Jahre. Ne? Okay, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, als wir oben auf der Terrasse saßen. Dass viele von deinen Bekannten fahren den Turbo, ja, mit Groß- und Turbolader. Genau, machen diese Upgrades, die Standard-Upgrades eigentlich machen sehr, sehr viele. Das heißt, eine gescheite Software, eine M&M-Auspuffanlage, das ist die beliebteste, weil die den größten Durchmesser hat. Fahren denn alle so um die 600, 650 PS ohne Hardware-Eingriffe großartig? Ja. Also ohne den Motor dabei zu öffnen. Newtonmeter liegen dann bei 850, 900 Newtonmeter haben die meistens. Dieser hat, glaube ich, gemessen, hat nochmal 830. Das ist eigentlich schon eine Ansage. Das ist schon, für die kleinen Lader. Man will sie ja auch nicht an der Kotzgrenze quälen. Ja.
Ja, wenn du überlegst, wie alt das Auto ist, was man da noch rausholt. Das ist immer das. Da erschrecken sich viele, die sagen, Mensch, das ist ein alter Turbo. Mein Gott, ja, heute, klar. Wenn ich so sehe, JP fährt den S da mit, weiß ich, 700, 800 PS fahren die Dinger heute. Aber die wiegen natürlich auch wieder mehr. Und letztendlich, wir fahren einmal im Jahr, machen wir ein Turbo-Treffen bei mir und einmal im Jahr beim Olli in Bielefeld. Falls du dieses Video irgendwann mal siehst, schöner Gruß an dich. Ja, da siehst du es ja immer wieder, dass die alten Dinger immer noch in der Liga der großen neuen aktuellen Modelle mitspielen können. Ne? Hier ist jetzt allerdings auch ein schönes Bielsteinfahrwerk verbaut. Okay. PS 16, was sich sehr, sehr gut feinfühlig verstellen lässt. Also wir haben jetzt, glaube ich, hinten auf 6, vorne 4, das passt alles super. Allgemein mag sind die standfesten Bremsen. Das ist jetzt hier noch immerhin die stinknormale Serienbremse. Ja. Natürlich neu, alles neu gekommen. Das haben wir damals alles neu gemacht, weil ich das auch wollte, dass man erstmal Ruhe hat. Und da bin ich also absolut von fasziniert von den Bremsen. Ne? Manche machen ja auch beim Porsche natürlich, wenn du mit 700, 800 PS durch die Gegend fährst, kannst du natürlich da auch andere Bremsen reinmachen. Aber hier, der ist wirklich da noch lange nicht mit überfordert, finde ich. Zumindest für meine Zwecke. Ich fahre damit ja hier nicht Nürburgring oder sonst was. Der wär, bis ich da bin, habe ich ja schon weiß ich nicht, viel zu viel Sprit verfahren. Da gurke ich lieber bei mir hier im Weserbergland rum. Wir haben hier richtig schöne Strecken. Wir fahren jetzt zwar hier die gleiche Tour wieder zurück, aber wir müssen ja gleich noch ein bisschen weiter drehen. Ne? Genau. Er schiebt halt immer weiter. Ja, genau. Der hört nicht auf wie so ein BMW. Der hört dann irgendwann auf. Da wird die Kraft ein bisschen dünner. Der würde jetzt, wenn wir jetzt hier, die Strecke gibt es leider nicht her. Der schiebt in allen Gängen so weiter. Der schiebt durch immer weiter. Also du kannst mal irgendwann sagen, so ab 270, 280, da hört es mal ein bisschen, da wird es mal ein bisschen langsamer. Aber ansonsten schiebt der generell schön frei gerade durch. Und da merkst du einfach auch das, den Gewichtsunterschied und auch diese ganze Performance bei den Karren. Ne? Das ist wie gesagt, für die alte damalige Technik. Ja. Hast du den mal gemessen von 100 bis 200? Ja, also das Beste, was wir hatten, war jetzt, war mit mir alleine, glaube ich. Lukas würde wahrscheinlich, weil er ein bisschen leichter ist, das noch besser hinkriegen, war eine 6,3. Ja, das ist auch nicht ohne. Mit dem, was wir jetzt hier verbaut haben. Das war also mit mir, da habe ich noch 90 Kilo gewogen, jetzt bin ich nur noch bei 82. Das ist abgemagert. Abgemagert. Und die kleine Batterie soll noch rein, aber er darf auch vorne nicht zu leicht werden. Das ist auch hebst du ab sonst, oder? Der soll, ja, es muss ja von der Fahrdynamik irgendwie alles noch passen. Also ich habe schon Leute gesprochen, die haben die denn so gestrippt, so leer gemacht, dann wären die natürlich verdammt leicht vorne. Dann müsste ich wieder einen anderen Andruck haben, vorne einen anderen Antriebsdruck. Ja. Die Haube vom GT2 machen denn manche, da ist ja so Schlitze drin, die dann nochmal ein bisschen runterdrückt. Oder eine andere Front. Gibt ja andere Frontspoiler, ne? Ja, aber ich will den ja eigentlich original lassen. Vor allem, ich habe alle Originalteile noch, man kann ihn dann auch mal wieder zurückrüsten. Sollte man ihn denn doch mal verkaufen, wobei den will ich vererben, den will ich nicht verkaufen. Also ich sage mal, mit dem können sie mich beerdigen. Ich liebe dieses Auto. Das ist Auto. Liebe, oder? Das ist wirklich Liebe. Also das ist, den will ich nicht verkaufen. Nein. Das ist echt der Hammer so mit dem Schub. Das ist echt schon was anderes. Ey, man ist natürlich auch direkt da irgendwie. Man hat das Gefühl, man sitzt logisch. Nicht nur das Gefühl, man sitzt ja tiefer als genau, in der 4 sitzt man deutlich höher, logischerweise, genau. Oder zumindest gefühlt höher. Ich habe das nie nachgemessen. Man denkt ja hier, man sitzt wirklich fast mit dem Arsch auf der Straße. Ja, das stimmt. Durch diese GT2-Sitze hier drin oder GT3-Sitze, das sind ja identisch. Und natürlich auch dieses typische Turboloch, was man natürlich erstmal hat. Wenn die dann aber einsetzen, hier wenn wir mal dann. Reicht eine kleine Gerade.
Da hättest du den mal treffen sollen mit dem 335. Ja, das ist eine bleibende Erinnerung. Ja. Mein Alter damals. Ja, der Wolf hat mir das gerade erzählt gehabt, dass er hatte auch den V8 gehabt, den E92 M3. Und da stand da eine Ampel mit einem 335. Und das ist ein kleines, so nebeneinander hergefahren eben halt. Wow, und er hatte keine Chance gehabt. Den 335. Er hat einen Schalter gehabt, er hat eine Automatik gehabt. Aber der hatte andere Lader und alles dumm gemacht mit 440 PS. Und da sah es natürlich als V8-Besitzer sehr alt aus. Der hat mich sowas von überrascht kalt erwischt. Ja, und das hat wahrscheinlich bleibende Schäden hinterher. Ja, aber das hätte er nie gemacht, wenn er nicht gewusst hätte, dass er es geändert hätte. Locker 25, 30 PS weniger, als wenn wir jetzt hier 15 Grad hätten. Ne? Aber für die meisten, für die meisten normalen Fahrzeuge, wenn sie einen denn noch mal ärgern sollten, reicht es immer noch. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen hier bei uns auf dem Land. Ne? Um München rum, wo dreispurig ist und wo du natürlich von den ganzen bösen Autos umzingelt bist. Da kann das dann auch schon mal nach hinten losgehen, wenn so ein Audi R6 kommt. Die haben ja auch richtig Dampf. Ja, die vor allem, wenn die gemacht sind. Also hier von Andi Kumpel, der sagte, das Ding ist einfach ein Tier. Mhm. Aber so ein Kombi ist natürlich auch wieder... Muss man ja, es ist ja auch wieder was anderes. Ist wieder was anderes. Ist eine ganz andere. Ja. Es hat sicherlich seine Vorteile. Du kriegst den großen Einkauf rein, Hund, Kinder, ganze Familie und dann trotzdem nochmal... Jo, sieht man auch meinen Bauch nicht so... Kann ich mal versuchen rauszuziehen. Ja. Nee, aber das ist echt schon richtig eine coole Erfahrung jetzt hier. Ja, wir werden auch sicherlich mal irgendwann was Spaßiges mal machen hier, wenn du dein Gerät mitbringst. Nur heute denke ich mit zwei Personen bei 30 Grad unnötig. Es ist ja im Prinzip schon ein kleiner Senior, das Auto. Jetzt also Zeiten fahren, das kann man denn schon mal so, wenn wir unter 20 Grad hoch sind, glaube ich. Ne? Dafür ist heute wirklich extrem, er geht schon noch ganz gut. Also ich schätze, wir würden schon noch eine gute 7er Zeit fahren, aber was wie gesagt für die Fangemeinde vom Metzgerblock immer noch Kindergarten ist. Also 9 FF, der baut die Dinger ja bis zu 1000 PS und mehr. Die fahren, glaube ich, selbst bei dem Wetter noch 5er Zeit. Ich glaube, ihr habt das ja auch alle gesehen bei Jampi, das Video mit... immer schön, wenn er schon war. Aber der ist ja nur noch um die 5 gefahren, oder? Ich glaube, Jampi mit seinem... Ja, fünf. Immer wieder, ich glaube, sogar unter 4. Das 9, mit dem GT2 RS, mit dem Pro, das ist ja auch ein recht großes Auto. Aber sie haben ihn ja auch auf den, ne? Der ist ja auch nicht so sehr schwer. Ich weiß nicht, wo der gewichtsmäßig liegt, 1,5 oder so. Ja für ein Auto aus der heutigen Zeit. Das ist schon echt wenig. Lach mich immer kaputt, ja, wenn sie da bei BMW mit Leichtbauweise anfangen. Beim M4 haben sie mal gerade mit Ach und Krach geschafft, das Gewicht vom Vorgänger nicht zu überschreiten. Genau, ja. Und beim M2, der ist in meinen Augen einfach viel zu schwer. Ja, der M2 hätte man wirklich abspecken müssen. Ne? Ist zwar trotzdem auch ein spaßiges Auto, gar keine Frage. Da hättest du mehr rausholen können. Auch. Aber da hätte man mehr machen können. Aber jetzt ist der Competition, haben wir gerade nochmal drüber geredet. Ja, genau. Der wird auf jeden Fall nochmal eine Nummer besser. Aber auch so schwer, also wird er auch genauso schwer machen. Vielleicht noch andere
Knäuel stabileren. Und dann ist das ja nur am Schieben. Da hast du hinterher Nackenschmerz, oder? Ich glaube, wenn das Video ganz gut ankommt mit dem Porsche, dann können wir überlegen, dass ich bei eurem Porsche-Treffen mal Hallo sage. Ja, da darfst du mit Sicherheit mal bei Frank mitfahren. Das ist der Oberguru. Der Frank Steffen, total netter Typ, kenne ich schon viele Jahre. Okay. Der hat, glaube ich, in seinem mindestens 800 PS drin und auch ziemlich leer geräumt. Ja. Ist ein Käfig drin. Hat er noch so drollig gesagt, da schmeißt man alles raus und dann muss der Käfig rein. Der kostet jetzt wieder Gewicht, ne? Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt einfach mal drunter. Nehme ich euch dann mal mit. Überholen wie mit Motorrad, das kann man mit dem Turbo. Das ist einfach das Geile. Und das hat keiner gesehen und die Bremsen sind gut. Heute ist Sonntag. Genau. Dann können wir das mal machen. Ja, auf jeden Fall wieder ein geiles Erlebnis, ehrlich. Ist schon cool. Was würdest du, wenn du jetzt so jemanden sagst, keine Ahnung, vielleicht sind auch wieder da draußen, die hätten mal Bock auf einen Porsche, muss auf jeden Fall doch selber schrauben können oder jemand kennen, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt, muss ich auch, hier geht wieder mein Dank an meinen Sohn raus, natürlich logischerweise. Ein unfassbar geduldiger Mensch, der Lukas, der kann schrauben sehr, sehr gut, alles, was er sich angeeignet hat schon und natürlich durch die Lehre sowieso. Super Laden, wo er da ist, da hat er sehr viel gelernt. Er hat als kleiner Bengel schon geschraubt. Deswegen mein Rat an euch, wenn ihr so ein altes Ding haben wollt, wenn überhaupt, ganz, ganz schnell loslaufen, wenn es noch welche gibt. Wie gesagt, vor 4 Jahren waren sie noch einigermaßen bezahlbar. Sie werden halt immer teurer. Ja, also wieder mit dem die 996 Baureihe, ja. Pfoten von lassen von dem normalen Carrera hatte ich leider. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich hatte einen alten Carrera vorher, 996. Gesagt, mit 300 PS allerdings auch noch das alte Modell, 3,4 Liter, nur Theater mit. Frank weiß ein Lied von zu singen. Mein Schrauber damals, ein Kumpel. Nee, das kann man vergessen. Also da kann ich keinen empfehlen. Also wenn dann das Facelift, den 3,6 Liter, der soll etwas besser schon sein. Zwischenwellenproblem, halt Haarriss im Zylinderkopf hatte. Ich hatte eigentlich alles durch das ganze Programm. Ich habe fast 25.000 Euro Reparaturkosten gehabt. Das ist Hammer. Und habt ihn dann letztendlich leider Gottes doch mit Motorschaden verkaufen müssen. Zweite Motorschaden. Ich hab's dann aufgegeben. Aber es ist so verrückt, dass es das auch so gab bei Porsche. So damals, wenn du das so hörst, oder? Mhm. Pass ich da noch rein? Ja, ja, ich fasse euch. Ja. So, sind wir schon angekommen. Ja, hat super viel Spaß gemacht. Ja. Danke dir, Wolf. Ja, wir machen jetzt das nächste Video. Ciao. Ciao. Macht's gut. Down in the hill.